Auf diesem Video geht es um eine Frage, die ein User letzte Woche gestellt hat. Es geht um das Thema Vor- und Nacherbschaft für ein junges Ehepaar mit kleinen Kindern. Wenn das auch für Sie von Interesse ist, bleiben Sie dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf nachlassbayern.de. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Hans-Joachim von Malsen und auf diesem Kanal geht es um alle Fragen rund um das Thema Nachlassverwaltung, Testamentsvollstreckung, Nachlasspflegschaften und Erbenmediation. Ich kann hier keine und will hier keine Rechtsberatung, keine individuelle Rechtsberatung anbieten. Das ist nicht mein Job. Dafür gibt es 160.000 Rechtsanwälte in Deutschland. Was ich aber machen kann, ist, wenn konkrete Fragen gestellt werden, diese als allgemeines Beispiel beantworten und vielleicht ist ja auch für Sie dabei ein Gedanke oder eine Anregung dabei, die Ihr persönliches Thema berührt. Insofern möchte ich eine Frage vorlesen, die letzte Woche gepostet wurde und auch gleichzeitig auffordern, wenn Sie ein Thema haben, schreiben Sie es mir in die Kommentare, ich freue mich drüber. Christoph M. schreibt, hallo Hans-Joachim, wir sind Mitte 30, haben zwei Kinder, haben jeder Immobilien geerbt oder werden sie erben. Wenn mir etwas passiert, wünsche ich meiner Frau von Herzen eine glückliche Wiederheirat. Allerdings sollen die Werte meiner Eltern an unsere gemeinsamen Kinder gehen und im Falle ihres Todes, also des Todes der Frau, nicht an Kinder aus ihrer zweiten Ehe. Aktuell haben wir das über vollständig befreite Vorerbschaft definiert. Sie soll im Bedarfsfall die Immobilien meiner Eltern verkaufen dürfen, aber was übrig bleibt, geht ausschließlich an gemeinsame Kinder. Ich überlege, das in eine Wiederheiratsklausel zu ändern. Wenn sie heiratet, werden unsere Kinder in das Grundbuch von Immo A und B als Eigentümer eingetragen, automatisch. Hast du dazu Gedanken? Viele Grüße, Christoph M. Ja, dazu habe ich ein paar Gedanken, lieber Christoph M. Über das Thema Vor- und Nacherbschaft habe ich ja letzte Woche schon ein Video veröffentlicht. Sollten Sie das noch nicht gesehen haben, dann schauen Sie es sich gerne an auf diesem Kanal hier über Vor- und Nacherbschaft. Die Vor- und Nacherbschaft hat eben ihre Besonderheiten und ihre Fallstricke, die man einfach berücksichtigen und kennen muss. Sonst erlebt man, beziehungsweise man selber erlebt es nicht mehr, aber sonst erleben die Erben dann eine unangenehme Überraschung. Nun zu dem Thema einer jungen Familie. Das ist etwas, was heutzutage möglicherweise durchaus oft vorkommt. Das hängt auch mit dem Generationenwandel und mit der Demografie zusammen. Die nachfolgenden Generationen sind kleiner als die Vorgängergeneration. Ich bin Jahrgang 55, davon gibt es noch relativ viele. Und dann in den frühen 60er Jahren erreichen die Geburtenziffern das Maximum und seither geht es bergab, sodass wir eine große Kohorte von Älteren vor uns herschieben und wenige junge oder zumindest deutlich weniger junge nachwachsen. Und dadurch konzentriert sich natürlich in den Familien auch das Vermögen. Man erbt plötzlich von zwei, drei Seiten, also ganz anders als früher, wo vielleicht fünf, sechs Kinder pro Familie da waren und sich das wenige Vermögen, was man über den Krieg vielleicht retten konnte, auch noch auf fünf oder sechs Personen verteilt hat. Das ist heute anders. Also wir werden uns als Gesellschaft öfter mit diesen Phänomenen auseinandersetzen müssen. Nun, was kann man tun? Zum einen wiederhole ich an der Stelle etwas, was ich in anderen Videos auch über das Thema, wie schreibe ich ein Testament, schon öfter gesagt habe. Bitte machen Sie das Testament nicht jetzt und dann für ein für alle Mal, so nach dem Motto, jetzt habe ich mein Testament gemacht und für den Rest meines Lebens ist das das Testament, sondern überprüfen Sie regelmäßig, am besten einmal jährlich, was Sie in Ihrem Testament verfügt haben und ob diese Verfügungen auch der heutigen Situation noch entsprechen, ob das wirklich noch so ist, wie zu dem Zeitpunkt, wo Sie das Testament aufgesetzt haben. Und dazu jetzt gleich zu diesem Beispiel mit den Kindern. Offensichtlich haben hier die Eltern bereits Immobilien geerbt oder werden sie erben? So, und da mache ich das erste Fragezeichen. Über die Immobilien, die die Eltern von ihren Eltern, also von den Großeltern der gemeinsamen Kinder erben werden, da braucht jetzt noch nicht verfügt zu werden. Warum? Die Großeltern der Enkelkinder leben ja noch. Und erst wenn da der erste Erbfall eingetreten sein wird, wird man wissen, haben überhaupt die Eltern geerbt? Theoretisch wäre denkbar,
dass die Großeltern ja verfügen, unser Vermögen geht an die Kirche oder einen Tierschutzverein. Auch wenn man jetzt von diesem extremen Beispiel absieht, könnte ja auch sein, dass die Großeltern bereits einen Teil der Immobilien an die Enkel vererben. Sowas ist ja durchaus möglich. Jeder ist in seiner Testierfreiheit frei. Er kann unbeschränkt, mit Ausnahme von Pflichtteilsansprüchen, über die habe ich ja aber auch schon Videos gemacht, kann er frei verfügen und man muss erst mal abwarten. Also ich würde mir an der Stelle dieses jungen Paares nicht jetzt Gedanken darüber machen, was denn eines Tages ist, wenn ich mal Immobilien von meinen Eltern geerbt haben werde und wie die dann weitergegeben werden. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, man sollte sich jedes Jahr fragen, was wäre die Situation, wenn ich gestern tödlich verunglückt wäre. Fragen Sie sich nicht, was ist die Situation, wenn ich morgen tödlich verunglücke, weil das ist immer so unangenehm. Vielleicht bin ich tatsächlich morgen tot, das wissen wir ja alle nicht. Psychologisch besser und entspannter ist es zu fragen, was wäre die Situation, wenn ich gestern gestorben wäre. Und dann überprüfen Sie die Situation. Ist meine Frau in der Lage, ihren Unterhalt selbst zu verdienen? Kann sie eventuell wegen kleiner Kinder gar nicht an Berufstätigkeit denken? Hat sie überhaupt eine qualifizierte Ausbildung? Kann sie einen qualifizierten Beruf ausüben, sodass sie sich und die Kinder ernähren kann? Und wenn man diese Fragen sich beantwortet, dann kommt man automatisch zu der Erkenntnis, hey, ich habe hier ein größeres Todesfallrisiko oder ich habe keins. Und wenn ich ein größeres Todesfallrisiko habe, weil ich, sagen wir mal, in diesem klassischen Rollenmodell lebe, der Mann geht hinaus ins feindliche Leben und drinnen waltet die tüchtige Hausfrau, ja, dann schließe ich am besten auch eine ausreichende Risikolebensversicherung ab. Das wäre die erste Maßnahme, die ich machen würde und gar nicht so sehr jetzt über das Testament und das Vermögen. Aber natürlich ist das der zweite Gedanke. Wenn ich sage, ja, okay, es ist aber Vermögen da, dann muss ich mich fragen, wie gebe ich dieses Vermögen weiter? Und theoretisch wäre ja auch möglich, bereits bei einem Todesfall, der gestern eingetreten ist, die Kinder zumindest teilweise zu Erben zu machen. Es muss ja nicht so sein, wie es das klassische Berliner Testament, wieder ein Stichwort, Berliner Testament, gibt es auch ein Video zu, muss ja nicht so sein, wie das klassische Berliner Testament vorsieht, dass beide Ehegatten sich gegenseitig zu Alleinerben machen und erst beim Tod des länger Lebenden die Kinder dran sind. Also es ist durchaus möglich, beim Tod eines Ehegatten bereits die Kinder zu berücksichtigen. Wenn das alles nicht in Frage kommt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man es natürlich so machen, wie Christoph M. hier geschrieben hat. Man kann den Ehepartner zum Vorerben bestimmen und die Kinder zu sogenannten Nacherben. Ja, aber wenn es jetzt hier um ein jüngeres Ehepaar geht, in den 30ern, angenommen, der verunglückt tödlich, ist gestern tödlich verunglückt, es ist wirklich unwahrscheinlich, dass eine junge Frau, auch mit zwei kleinen Kindern, mit Mitte 30, für den Rest ihres Lebens, die hat vielleicht noch 50 Jahre Restlebenserwartung, alleine bleibt. Also möglicherweise wird sie nach einer gewissen Phase der Trauer auch wieder offen sein für eine neue Partnerschaft. Und wenn man Mitte 30 ist, man kann bis circa Mitte 40 auch Kinder bekommen als Frau, dann kommen tatsächlich vielleicht noch Kinder aus einer zweiten Ehe dazu, was ja der User Christoph M. hier auch als realistisch ansieht. Dazu muss man zunächst aber mal sagen, diese Kinder aus einer zweiten Ehe wären, wenn man diese Konstruktion mit Vor- und Nacherbschaft wählt, natürlich keine Nacherben des erst verstorbenen Vaters. Also die haben mit dem Vermögen, was der Vater bei seinem Tod hinterlassen hat, überhaupt nichts zu tun. Die sind da völlig außen vor. Die würden im Falle der Mutter natürlich nur ihre Mutter beerben und das Vermögen, was durch die Vorerbschaft an die Mutter gegangen ist, das bleibt den Nacherben erhalten. Allerdings sagt ja Christoph M. auch, er hat, oder sie haben das wahrscheinlich gegenseitig, sich von den Beschränkungen der Vorerbschaft befreit. Und das bedeutet natürlich wiederum, dass das Vorerbe auch von demjenigen, der es erbt, also der länger lebende Ehegatte, zunächst auch verbraucht werden kann. Und nun kann man eine Immobilie schlecht scheibchenweise verbrauchen. Aber er schreibt ja auch
Die Ehefrau soll berechtigt sein, die Immobilien zu verkaufen. Und da fangen natürlich dann die Probleme an. Da müsste die Ehefrau dann wirklich eine Buchführung einrichten und sagen, okay, diese Wohnung aus dem Vorerbe hat jetzt meinetwegen, keine Ahnung, einen Kaufpreis von 300.000 Euro gebracht. Ja, und dieses Geld, das verwalte ich ja sozusagen für die Nacherben, also für die gemeinsamen Kinder, die sie mit ihrem ersten Ehemann hatte. Das wird in der Praxis schwierig umzusetzen sein. Gehen tut es natürlich, aber da muss man auch ein bisschen was von Buchhaltung verstehen und muss die ganzen Dinge auseinanderhalten. Und was passiert jetzt wirklich, wenn das Einkommen nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten? Dann wird halt auch das Vermögen verbraucht und man muss dann sehen, wann ist das Vermögen, was Vorerbe war, völlig verbraucht und ist bei Null. Und wie viel ist noch da? Also das wird alles sehr, sehr kompliziert. Ich habe keine perfekte Lösung, muss ich dazu sagen. Ja? Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. Überprüfen Sie Ihre Situation, die heute eingetreten wäre, wenn Sie gestern nicht mehr nach Hause gekommen wären. Und treffen Sie dann die Entscheidungen, wird dieses Immobilienvermögen überhaupt gebraucht für den weiteren Lebensunterhalt und für das weitere Leben oder nicht? Ist ausreichend Versicherungsschutz da und, und. Die Möglichkeit, eine Wiederverheiratungsklausel zu vereinbaren, schreibt er ja hier, er überlegt, eine Wiederverheiratungsklausel zu ändern, die besteht natürlich auch. Also man muss bei der Vor- und Nacherbschaft wissen, dass der Zeitpunkt, wann der Nacherbfall eingetreten sein soll, von dem Erblasser frei bestimmt werden kann. Er kann zum Beispiel bestimmen, das ist der Normalfall, der Nacherbfall tritt ein, wenn der länger lebende Ehegatte, also der Vorerbe, verstorben ist. Das wäre so, bis zum Tod der Ehefrau sind die Kinder an dem Vorerbe nicht beteiligt und dann sind sie Nacherben nach dem Mann, also nach ihrem Vater. Wenn man das anders haben will, kann man natürlich auch eine Klausel bestimmen, sollte die Frau wieder heiraten, werden automatisch die Kinder als Erben eingetragen ins Grundbuch. Dann wandert sozusagen dieses Grundvermögen im Falle der Wiederverheiratung der Ehefrau direkt an die Kinder und ist sozusagen aus deren Zugriff entzogen. Funktioniert natürlich nur dann, wenn zu dem Zeitpunkt der Wiederheirat die Immobilien als solche noch vorhanden sind. Wenn die Ehefrau in der Zwischenzeit die Immobilien veräußert hat, ist es schon schwierig. Muss man also im Testament am besten eine Klausel aufnehmen. Dies gilt auch für sämtliche Surrogate, heißt es rechtlich, die durch Verkauf der Immobilien erlangt werden. Also das, was die Immobilien, der Wertersatz, den die Immobilien dann gebracht haben. Eine andere Möglichkeit ist, man kann auch das Alter der Kinder zum Nacherbfall machen, sodass man sagt, also zuerst ist Vorerbin die Ehefrau und Mutter, weil die ja auch die Unterhaltsverpflichtung gegenüber den Kindern hat und wirtschaften können muss und das Geld einfach braucht. Aber in dem Augenblick, wo die Kinder volljährig sind oder zum 21. Lebensjahr oder zum 27. Lebensjahr, da ist man frei, wie man das gestalten will, soll dann der Nacherbfall eingetreten sein und die Kinder dann ihr Erbe nach dem Vater antreten. Also diese Möglichkeit existiert, nur mal so als Gedankenanregung, wenn Sie in einer solchen Situation sind. Wie gesagt, eine Patentlösung gibt es dafür nicht. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Ausführungen ein bisschen die Probleme oder die Möglichkeiten aufreißen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie für sich die richtige Lösung finden. Wenn Sie sich unsicher sind, investieren Sie lieber ein paar hundert Euro in eine rechtliche Beratung. Gehen Sie zum Anwalt Ihres Vertrauens. Es sollte am besten einer sein, der sich auch mit Erbrecht ein bisschen auskennt. Und lassen Sie sich ganz spezifisch auf Ihren Fall erbrechtlich beraten. Das ist mein Rat, insbesondere dann, wenn es wie anscheinend hier bei dem Fall von diesem User Christoph M. um größeres Vermögen geht. Es ist offensichtlich die Rede von beiderseitigen Immobilien, sowohl auf der Seite des Ehemannes als auch auf der Seite der Ehefrau. Und da macht es schon Sinn, sich juristisch wasserdicht beraten zu lassen und dann die richtige Entscheidung zu treffen.
Das wünsche ich Ihnen, dass Sie die richtige Entscheidung bald finden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, wenn Sie ein bisschen Anregungen bekommen haben, lassen Sie mir noch bitte einen Daumen nach oben da. Teilen Sie das Video, wenn Sie jemanden haben in Ihrem Freundesbekanntenkreis, der ein ähnliches Problem hat. Darüber freue ich mich. Und abonnieren Sie am besten den Kanal nachlassbayern.de, denn hier gibt es jede Woche neue Informationen rund um das Thema Erbrecht, Generationennachfolge, Nachlassverwaltung, Nachlasspflegschaft und so weiter. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Am Freitag um 17 Uhr kommt das nächste Video. Bis dahin, bleiben Sie gesund!